Zweites Testspiel in der Länderspielpause für den Club. Diesmal ist der 1. FC Nürnberg zu Gast beim Regionalligisten 1. FC Schweinfurt. Und das Spiel startet gleich schwungvoll. Die erste Chance hat der Gastgeber. Aber Fabian Bredlow im Tor der Nürnberger ist auf dem Posten. Im Gegenzug wird es dann auf der anderen Seite gefährlich. Brandgefährlich. Nach 6 Minuten zappelt der Ball im Tor durch Enrico Valentin. Der Torreigen der ersten Hälfte ist somit eröffnet und wird gleich fortgesetzt. Hanno Behrens, Michael Ischak, 2:0 für den Club nach 12 Minuten. Und auch optisch wird noch eins draufgesetzt. Enrico Valentini mit einem sehenswerten Schuss zum 3:0. Der Club in Fahrt und in Torlaune. Michael Ischak zum zweiten, 4:0. Und es ist immer noch die erste Hälfte und der Club hat immer noch nicht genug. Alexander Fuchs, Patrick Erras, drin ist der Ball, 5:0, auch der Pausenstand. Wir haben schon am Anfang, Schweinfurt hat 1-2 gute Chancen gehabt, das werden wir nicht vergessen. Aber dann haben wir das Spiel super kontrolliert und auch immer in den richtigen Moment den Rhythmuswechsel gut angezogen. Und das war, glaube ich, wichtiger in dem Spiel. Immer wieder in gute Umschaltmomente zu kommen, aus dem eigenen Ballbesitz heraus. Und das hat die Mannschaft richtig gut gemacht. Ein zufriedener Trainer wechselt zur Pause ein bisschen durch und gibt in der zweiten Hälfte allen mitgereisten Nachwuchsspielern wieder Spielpraxis. Doch in Schweinfurt sind es die Profis, die die Tore machen. Hanno Behrens mit dem 6:0 nach 52 Minuten. Und auch der Doppeltorschütze von Meckenhausen darf noch mal ran. Patrick Kammerbauer mit einem satten Fernschuss zum 7:0. Die letzte Chance der Partie gehört dem Gastgeber. Die Schnüdel mit der Möglichkeit, zumindest noch den Ehrentreffer zu erzielen. Aber so bleibt es beim 7:0-Sieg für den Club. Ja, sehr zufrieden, weil zuerst wollen wir mal Schweinfurt danken für das Spiel. Die waren trotzdem ein bisschen ersatzgeschwächt, das haben wir natürlich gemerkt da. Und sie haben trotzdem das Spiel durchgeführt. Auf unserer Mannschaft der erste Halbzeit viele Sachen funktioniert, obwohl wir die letzten 2 Tage sehr hart trainiert haben. Von dem her war ich sehr zufrieden und auch die zweite Halbzeit, wenn die jungen Spieler drin waren, hat man schon ein bisschen gemerkt, dass das ein anderes Fußballspiel ist, aber über solche Spiele sollen die erwachsen, sollen dazulernen und sollen sich auch mit so einem Spiel auch weiterentwickeln. Und von dem her sind wir zufrieden. 7:0, wir haben zu 0 gespielt, wir haben, glaube ich, ein paar richtig herrliche Tore erzielt, schöne Spielzüge gehabt und von dem her haben wir keinen Verletzten aus dem Spiel rausbekommen, also alles top. Nach dem 7:0 kann der Club mit einem guten Gefühl nach Hause fahren.